Das ist er, der neue M2. Das zweite Geburtstagsgeschenk, das sich die M GmbH zum 50. neben dem XM gemacht hat. Das Auto soll an die Tradition anknüpfen, an den 1973er 2002 und natürlich an den M1. Und was die M GmbH mit diesem Auto will, ist, sie wollen reine Rennsportgene in dieses Auto packen. Aber noch etwas anderes, sie wollen provozieren. Und zwar mit dem Design. Wir haben gesagt, wir machen das Auto einfach mal so, dass es nicht aussieht wie von der Stange, nicht aussieht wie jeder andere Sportwagen in dieser Klasse. Er soll einfach anders sein. Dazu gehört beispielsweise auch die rahmenlose Grafik an der Front. Das mag den einen oder anderen an Autos erinnern, die er aus dem Spielzeugladen kennt, an Matchbox, an Hot Wheels und so weiter. Aber wenn man genau hinguckt, hat das schon was. Diese rechteckigen Lufteinlässe hier unten zum Beispiel oder wie gesagt der Kühlergrill, der keinen Rahmen trägt. Alles ziemlich eigenständig, sehr individuell, möchte ich es mal nennen. Das ist aber nur die eine Geschichte. Individualität von außen, wie fährt sich das Auto? Das wollen wir klären, denn im Grunde genommen ist dieses Fahrzeug technisch gesehen ein geschrumpfter M4. Da sollte eigentlich was drin sein. Wir setzen uns mal rein, wir fahren eine Runde. Ich erzähle euch drin etwas über die technischen Parameter und natürlich, wie sich dieses Auto fährt. Also, komm mit. Das ist der von innen im Fahrbetrieb, der neue M2 von BMW. Der kleine M4, weil eigentlich ist es nichts anderes als ein geschrumpfter M4. Der Radstand ist ein bisschen kürzer als beim M4, aber der Treibsatz da vorne drin ist original aus dem M4. Das ist nämlich der 3 Liter rein 6-Zylinder mit 460 PS. Das sind 90 PS mehr als beim Vorgänger. Eine 8-Gang-Steptronic schiebt bei Bedarf 550 Newtonmeter an die Hinterachse. Das ist schon mal eine Ansage. Und wer möchte, wer total puristisch unterwegs sein will, kann diesen M2 natürlich auch als Handschalter bekommen. 6-Gang Handschaltung, bin ihn gefahren, kann man machen, muss man nicht machen, weil wer per Hand schalten will, macht das hier vorne über die Pedals, geht hervorragend. Und wer nicht per Hand schalten will, der lässt einfach die Steptronic arbeiten und wird merken, dass er da keinen Verzug hat. Das ist einfach mal, ja, schnell, zackig. Und ehrlich gesagt, viel besser kann man es mit der Hand ordentlich machen. Das Fahrzeug ist ja angetreten, Rennstreckenfeeling im Kleinformat auf die Straße zu bringen. Deswegen hat die M GmbH gesagt, wir werten den neuen M2 mal ein bisschen auf, also die Fahrmodi, Belegungstasten, die M-Tasten, die 1 und die 2, sind jetzt serienmäßig am Lenkrad. Das ist in Ordnung, weil darüber kann man nämlich ganz einfach mal ganz schnell den Fahrmodi wechseln. Und zwar von Komfort zu Sport. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich wünsche es mir sehr, das, was da hinten rauspeitscht aus der Sportabgasanlage, wird es so in Deutschland nicht geben. Wir fahren hier in Arizona, deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, können nicht ganz so schnell unterwegs sein, weil der Sheriff dann doch schon an der einen oder anderen Stelle lauert und sehr schnell bereit ist, den flinken Autofahrer von der Straße zu winken. Apropos flink, das, was man mit dem Auto machen kann, ist ganz flink um die Kehre schießen. Es ist unglaublich, wie verbindlich die M-Ingenieure das Fahrwerk hinbekommen haben. Man hat das Gefühl, dieses Auto lässt sich wirklich durch nichts aus der Ruhe bringen. Wir haben das M-Differential hinten drin, das Sperrdifferential drin. Das Torque-Vectoring sorgt natürlich dafür, dass die Kraftverteilung immer an dem Rad ist, an dem es gebraucht wird. Aber was auffällig ist an diesem Fahrzeug, ist, dass es in den Kurven, selbst wenn er richtig reingetreten wird,
nicht schnappt am Heck. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber BMW hat ja dieses Merkmal bei seinen heckgetriebenen Fahrzeugen, dass die immer so eine Schnappbewegung nach hinten machen. Also die gehen kurz raus und ziehen dann sofort wieder zurück. Das ist bei dem überhaupt nicht. Der ist absolut kurvenstabil in einer Art und Weise, wie man es wirklich, für meinen Dafürhalten, von einem BMW nicht kennt. Das ist echt unglaublich, wie dieses Auto ums Eck zu führen ist. Macht unglaublich viel Spaß. Auch weil die Parameterlenkung, wenn sie in Sport gestellt ist, absolut präzise arbeitet. Wunderschön aus der Mitte raus. Ganz ehrlich, wer einmal die Sportlenkung eingestellt hat, der wird eigentlich keinen Bedarf mehr sehen, mit der Komfortlenkung zu fahren, weil die öffnet sich ein bisschen, ist ein bisschen charmanter, leichtgängiger. Aber ich finde, die Sportlenkung hat es einfach. Wir sprechen hier von 0 auf 100 von 3,4 Sekunden. 250 ist Spitze, ja, abgeregelt. Wer will, wer das Performance-Paket kauft bei BMW, der kriegt die Öffnung bis 280. Das ist schon mal eine Ansage. Genau. Wie dies, oh, unglaubliche Kurvenverhalten. Das ist wirklich enormes. Und was, wie gesagt, und ich kann es nur noch mal wiederholen, ebenfalls vom Feinsten ist, ist der Sound aus der Sportabgasanlage. Also es gibt so Sachen, die wird es halt nicht mehr geben. Jedenfalls nicht in Deutschland, aber mit Sicherheit weiterhin auf den amerikanischen Märkten. Insofern, und das sei nicht unerwähnt, ist dieser M2 für den europäischen Markt und damit auch für den deutschen Markt der letzte seiner Art. Also die mGmbH sitzt gerade daran und bastelt an einem rein elektrischen Straßensportler. Man darf gespannt sein, wie das Ganze aussieht und vor allen Dingen das bei der sportlich orientierten Klientel ankommt. Ein Familienauto wird ein M2 nie werden. Die vier Sitze laufen mehr unter Spaß, weil zwei Mann gehen hier gut rein. Zwei Mann haben super Spaß an diesem Auto. Da hinten möchte ich ehrlich gesagt nicht sitzen. Und ich bin nicht der Größte. Was übrigens auch noch schön ist an diesem M2, ist, dass er den iDrive-Controller behalten hat. Klar, also wie der 3er noch, wie der M4. Das Curve-Display, ja, Himmel. Große Bildschirme sind innen, insofern das Bild ist brillant, scharf, da muss man nicht drüber meckern. Die Fahrmodi-Schalter sind weiterhin in der Mittelkonsole untergebracht, also Fahrmodi-Schalter. Die Klappensteuerung für die Sportabgasanlage ist hier unten drin. Kann man natürlich zumachen, wenn man die Nachbarn nicht belästigen will. Dann hört man den übrigens draußen gar nicht. Der Ausknopf für das DSC ist ebenfalls hier oben drin. Wie gesagt, man kriegt das Ding völlig frei. Keine Assistenzsysteme mehr, keine Regelsysteme mehr. Und es fährt sich immer noch mit einer derartigen Souveränität. Die seinesgleichen sucht. Ich merke schon, oder ihr merkt schon, ich bin ein bisschen euphorisch, was dieses Auto betrifft, weil der wirklich richtig Spaß macht. Also mir persönlich hat er richtig Spaß gemacht. So, Freunde der schnellen Runde, das war ein heißer Ritt in diesem
Sportauto für die Straße in diesem BMW M2. Ob es an der Spoilerlippe gelegen hat, dass wir auf der Straße geblieben sind, weiß ich nicht. Sieht aber geil aus. Wir wissen aber eins, da hinten aus diesen doppelten Endrohren kommt ein mega geiler Sound. Den wird es allerdings nur für die USA geben. In Deutschland wird man sich da etwas zurücknehmen, was das Sounderlebnis betrifft. Lasst uns ganz kurz noch die Frage klären, was ihr bezahlen müsst, wenn ihr ein solches Rennschnittchen für die Straße fahren wollt. Ihr solltet mindestens 70.000 Euro bereithalten. Darunter ist dieses Teil nicht zu bekommen. Aber, wenn ich das mal sagen darf, mein Fazit, wer das Geld hat, für das Auto lohnt es sich, es auszugeben. Also spart schon mal ein bisschen.